Zweiter Teil in der englischen Woche für Borussia Dortmund. Am Dienstag ging es gegen den Club Brügge in der Champions League. Man darf sagen, mit ganz viel Dusel am Ende 1-0. Und jetzt am Samstag geht es nach Hoffenheim für Borussia Dortmund. Dirk, du warst in Brügge beim Champions League-Spiel dabei. Lass uns zuerst zurückblicken. Der BVB, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht am Dienstagabend? Ja, er hat das bestätigt, was eigentlich so in der bisherigen Saison zu erkennen war. Defensiv stand man recht gut. Es gab ein paar Chancen in der ersten Halbzeit für Brügge. Da war es dann ein bisschen brenzlig, hat Bürki auch gut gehalten. Ansonsten auf dem Weg nach vorne wurde es dann ein bisschen holprig. Sehr wenig Chancen, sehr wenig klar gespielte Aktionen. Und am Ende ein Duseltor, muss man so sagen. Und es war dann auch ein glücklicher Sieg. Aber den muss man ja auch erstmal irgendwie erzwingen. Und sehr oft Glück ist Qualität. Oder wie hat Matthias Sammer das letztens gesagt? Also alles gut, Ergebnis stimmte, spielerisch war es noch nicht das Gelbe vom Ei, aber das war, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten. Du hast mit den BVB-Spielern nach dem Spiel gesprochen. Welchen Eindruck haben die auf dich gemacht? Wie schätzen die Partie in Brügge ein? Ja, sehr realistisch. Also da ist keiner, der jetzt irgendwie da über den Wolken schwebt und sagt, alles ist super. Man sieht schon, dass es spielerisch noch sehr hakt und im Augenblick stimmen die Ergebnisse und ich glaube, das ist das Wichtigste im Moment. Der Rest soll jetzt peu à peu kommen. Bin gespannt. Also die nächsten Wochen sind ja voll, da gibt es viele Spiele und ich denke, da wird man dann auch eine Weiterentwicklung sehen. Weiterentwicklung erhoffen wir uns auch von Mario Götze, der in Brügge nicht seinen, wie er selbst sagt, besten Abend erlebt hat. Wie hast du ihn gesehen in Brügge? Ja, ich habe es eigentlich nicht anders erwartet, muss ich sagen, weil ich glaube, das Ganze spielt sich natürlich auch auf einer mentalen Ebene ab, nach so ein paar Wochen, wo man nur auf der Bank sitzt, da ist viel Frust dabei und da konnte man, glaube ich, nicht erwarten, dass er jetzt da ganz unbefreit und mit großer Selbstsicherheit auftritt. Ich fand, er hat das gemacht, was man oft von ihm sieht, er ist sehr viel unterwegs. Er hat sehr gute Laufwege, die Mitspieler sehen das dann leider nicht immer. Was man von ihm halt nicht so oft gesehen hat, ist, dass er selber kreativ war, dass er selber Mitspieler in Szene gesetzt hat. Er war auch in den Zweikämpfen nicht allzu robust, hat ein bisschen Tempoprobleme gehabt in einigen Situationen. Also es war durchwachsen, aber er war da auch in guter Gesellschaft, muss man sagen. Ein starker Rückhalt, nicht nur in Brügge, aber eben auch Roman Bürki im BVB-Tor. Der macht so den Eindruck, als wäre der in dieser Saison deutlich stabiler, deutlich stärker als in der Vorsaison. Woran liegt das? Ja, gute Frage. Wir haben auch gesagt, als dann Marvin Hitz im Sommer verpflichtet wurde, was macht das eigentlich mit Bürki? Wie nimmt er das auf? Ich finde, er hat es bis jetzt glänzend gelöst. In allen Spielen eigentlich ein sicherer Rückhalt. Ich habe noch keinen großen Fehler von ihm gesehen. Dafür aber ein paar sehr, sehr gute Situationen, wo er eben auch ein mögliches Gegentor verhindert hat. Bislang eine sehr starke Saison und eigentlich das, was man sich jetzt von ihm auch erhofft hat. Und ja, wenn das so weitergeht, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Das war der Rückblick. Jetzt gucken wir mal voraus auf das Spiel in Sinsheim gegen Hoffenheim. Da fahren die Dortmunder nicht so gerne hin. Da gab es zuletzt nicht so viel zu holen. Du erinnerst dich an nicht so schöne Spiele. Ja, das letzte im Mai war natürlich eine Katastrophe. Da hat man ja dann irgendwie so auf der Felge, ist man dann noch in die Champions League gerutscht. Ziemlich schlechte Leistung, 3-1 verloren und trotzdem hat es dann für Platz 4 gereicht. Also man spielt dort nicht ganz so gerne, weil es, glaube ich, auch eine ganz spezielle Atmosphäre ist. Ein spezieller Gegner, der sehr intensiv immer agiert, der sehr gerne presst, früh presst, unnachgiebig presst. Und letzter Sieg war, glaube ich, im Dezember, glaube ich, 2012, also ist schon ein bisschen her. Wird mal wieder Zeit dafür, dass der BVB da was mitnimmt? Kann man so sehen, wird mal wieder Zeit. Dagegen spricht natürlich so ein bisschen, dass es gerade offensiv im Moment nicht ganz so rund läuft. Ich bin gespannt. Also Hoffenheim ja wieder relativ wichtige und gute Leute verloren, gerade offensiv. Sie haben Sturm relativ neu zusammengestellt. Erstaunlicherweise spielt dann ein Adam Salah, der schon länger da ist, dann trotzdem Stamm im Moment. Also man muss sicherlich Respekt haben vor dieser Mannschaft, die unangenehm ist und dass sie jetzt schon zweimal verloren haben, ist absolut kein Gradmesser. Sie haben ja in der Champions League am Mittwoch noch gezeigt, dass sie auch auf internationalem Parkett gut mithalten können und das wird jetzt mal so das erste richtige Kräftemessen nach dem 4-1 gegen Leipzig, denke ich mal, der zweite Gegner, der den BVB so richtig fordern wird. Und ganz brisant ist so ein bisschen dieses Trainerduell. Ne? Wir sprechen über den Lucien Favre, den BVB-Trainer, der ist 60 Jahre alt. Der Nagelsmann ist gefühlt gerade aus der Schule raus, ist Anfang 30. Sind das so wirklich auch so zwei, sag ich mal, Trainerphilosophien, die da am Samstag aufeinander prallen? Ja, Nagelsmann wird ja gemeinhin so als dieser moderne Trainer, als dieser Laptop-Trainer auch manchmal bezeichnet, eben sehr, sehr viel Power, sehr aggressiv. Favre hat eine ein bisschen andere Philosophie, setzt so ein bisschen auf Ballkontrolle.
Also Nagelsmann hat eben in der Pressekonferenz, die war, hat er gesagt, er freut sich sehr darauf, ihn nochmal persönlich kennenzulernen. Und er hat auch Respekt vor dem, was er jetzt in dieser kurzen Zeit schon bewegt hat in Dortmund. Da ist eine klare Struktur erkennbar, hat er gesagt. Da ist schon viel von dem zu sehen, was Favre dann auch in Gladbach ausgezeichnet hat. Ich würde es jetzt nicht als ein Treffen der Philosophien, ein Treffen der Generationen ist es auf jeden Fall. Das kann man ja nicht anders sagen. Der Favre könnte ja auch der Vater sein von Julian Nagelsmann. Aber ich glaube, so. Ja, so viel unterscheiden die sich auch gar nicht. Also sie sind beide maximal fokussiert auf Erfolg und bin sehr gespannt. Aber auf dem Platz müssen sie es entscheiden. Das wird am Ende nicht der Trainer entscheiden. Bayern München spielt in Schalke am Samstagabend erst. Das heißt, der BVB legt in Hoffenheim vor. Was glaubst du nach dem Spiel? Hoffenheim, BVB, ist der BVB da zeitweise zumindest Tabellenführer? Bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aufgrund auch der letzten Spiele dort. Es ist unheimlich schwer zu spielen da. Sehr, sehr kleine Stadion, tolle Atmosphäre, finde ich. Sehr, sehr dicht. Und Dortmund hat sich immer schwer getan in den letzten Jahren. Und ja, sie haben natürlich aus dem Mai einiges gut zu machen. Das muss man ja ganz klar sagen. Das war schon ziemlich desaströs damals. Und ich glaube aber, dass es ein Unentschieden geben wird. Unentschieden. Ich tippe auf einen knappen BVB-Sieg. Hätten wir auch nichts gegen. Alles klar, danke.